Wir geben Alexa Berg die Gelegenheit, ihre eigene Pelzkollektion herauszubringen. Während das liebe Töchterchen seine politisch völlig korrekten Pelze verarbeiten lässt, lassen wir in China eine Kopie der Kollektion anfertigen mit vielleicht nicht ganz so legalen Pelzen. Es reicht uns, um sie eine ganze Weile in den Knast zu bringen. Es sei denn, Berg zieht sich freiwillig zurück. Verzichtet auf LCL und 90 Millionen. Na gut, dann machen wir diesem Berg LCL eben noch mal schmackhaft. Das letzte Mal, als du so geguckt hast, was mit Jessie in der Kiste. Sag, dass das nicht wahr ist. War es überhaupt ein Typ, oder? Zur Abwechslung mal wieder eine Frau. Lass dir das klar! Was du kannst, das kann ich auch. Du willst dich trennen. Nein, das heißt, ich will eine offene Beziehung. Was wollen Sie? Wenn das wegen Martha ist. Was ist mit der? Die hat gekündigt. Aber keine Angst, die Kollektion von Mosch ist fertig. Und der Riga Fashion Day, bin ich auf einem guten Weg. Bitte. Ist ja schön, dass Sie wenigstens so ein bisschen funktionieren. Bitte, bitte. Womit wir bei dem Grund unseres Besuchs sind. Per Handy waren Sie ja mal wieder nicht zu erreichen. Ich will nicht gestört werden. Ja, dann machen wir es auch möglichst kurz. Morgen Vormittag erwarten wir einen wichtigen Geschäftspartner, dessen Tochter wollen wir als Pelzdesignerin für LCL gewinnen. Was habe ich damit zu tun? Alexa Berg ist anscheinend ein Fan von Ihnen. Ja? Alexa Berg, diese Pelztussi, die von Party zu Party tingelt und sich vor jede Kamera drängt. So etwas wollen Sie einstellen? Olli, was kann ich tun, damit du mir noch einmal verzeihst? Gar nichts. Weil du mich schon wieder mit einer Frau betrogen hast. Christian, wenn es ein Typ gewesen wäre, dann... Mann, kapierst du das wirklich nicht? Olli, nein, ich hab es satt, dass immer ich der bin, der hier leidet. Wenn dir so viel bei mir fehlt, und das ist ja ganz offensichtlich so, dann... Warum sagst du es nicht einfach? Ich muss jetzt los zum Probeshooting zur LCL. Wart nicht auf mich, ich weiß noch nicht, ob ich nach Hause komme. Und Sie, Herr Adam, werden morgen dafür sorgen, dass die Kleine sich sehr wohl bei uns fühlt. Nee. Nee. Ich bin doch keine Hostess. Herr Adam, Sie werden sich morgen um das Mädchen kümmern. Ansonsten haben Sie ein ernsthaftes Problem mit mir. Wow. Weiß ich gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Sie sollen gar nichts sagen. Es ist an mir, Ihnen im Namen der Familie recht herzlich zu danken für Ihre großartige Arbeit. Ja, Herr Wolf, ich weiß, Sie sind mit Ihrem Vertreter nicht wirklich zufrieden. Das kann man wohl sagen. Der Kerl kann keine Fichte von der Tanne unterscheiden. Es wäre besser gewesen, Sie hätten mich bei der Wahl mit einbezogen. Das musste ja alles so schnell gehen. Ihre Frau lag im Krankenhaus, der Kleine kam zu früh. Ich wollte Sie damit nicht auch noch belasten. Tja. Aber irgendwas wird der Weber ja auch gelernt haben. Und außerdem ist der Wald gut in Schuss. Ach ja, hier ist noch ein kleines Dankeschön. Was? Vielen Dank. Also, es fühlt sich jetzt fast so an, als würde ich in Rente gehen. Na, so weit ist es ja wohl lange noch nicht. Und überhaupt, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie gleich nach Ihrer Elternzeit wieder hier wären. Sie wollen doch nicht für immer Hausmann werden, oder? Nee, sicher nicht. Aber Kinder muss man pflegen. Bäume auch. Nur alles zu seiner Zeit. Und jetzt ist Tommy dran. Ich verstehe. Wenn ich dieses Mädel treffe, dann werde ich nett zu ihr sein. Und ich werde es machen. Ja, genau. Sie werden äußerst charmant zu ihr sein. Ja, wunderbar. Danke für Ihre Kooperation. Bis morgen. Ich finde selbst raus. Dankeschön für deine Hilfe.
Hoffen wir, dass er funktioniert und sie einschleimt. Genau, hoffen wir es. Gesagt hast allerdings, gefällt's dir? Oh, Mutter, das sieht toll aus. Ah, das wird Thomas bestimmt super toll gefallen. Naja, wir werden's sehen. Hallo? Hallo? Guck mal, wenn ich da mitgemacht hab. Hallo, Schatz. Hey, ich muss allerdings gleich wieder los. Ich hab Rebecca versprochen, dass ich sie bei LCL abhole. Ah, du, die macht heute eh Überstunden. Ach so. Ja, dann bleib ich und sag Tommy noch Hallo. Na, herzlich willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Muss ich gleich mal filmen. So. Hallo. Na, ihr? Ups. Hallo. Sag mal, wer von euch beiden hat die Hose voll? Irgendwie. Der kleine Mann? Ab morgen wird das ja eine Männerwirtschaft. Und damit du auch gleich die richtige Berufskleidung hast, hat Martha für dich speziell was designt. Wow, ehrlich? Mhm. Für mich? Wow, danke. Hier, film mal. Hauptsache nicht so eine Nanny-Uniform. Also ist ja eine gute Verdauung. Ja, ja. Passt. Ja. Super, Papa. Hey. Dann habt ihr denn das Foto von mir gemacht, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das habe ich heimlich geschossen. Und bis auf die Säge musst du überhaupt nichts bearbeiten. Ja. Mama und Martha haben an alles gedacht. Jetzt vermisst du auch zu Hause den Wald nicht mehr. Ach, apropos. Ich müsste meinem Nachfolger noch eine E-Mail schreiben, dann kriegt er mir nichts gebacken. Jetzt habe ich meinen Laptop unten in der Kiste. Kann ich mal deinen Laptop benutzen? Ja, klar. Im Zimmer. Ich sag mal, aber wollen wir nicht erstmal anstoßen? Nicht mal. Gleich. Oh, Thomas. Mädels, was mache ich denn jetzt? Jetzt wart erst mal ab. Olli liebt dich. Sonst hätte er dich ja wohl kaum noch mal geheiratet. Ich habe ihm geschworen, dass sowas nie wieder passiert. Trotzdem, ich muss Jessica da recht geben. Mach erst mal Piano. Es braucht Zeit, bis Vertrauen wieder wächst. Was ist, wenn nicht? Ich kann doch jetzt hier nicht einfach nur zugucken, wie alles im Bach runtergeht. Okay. Ja, Wolf hier, der Forstwirt von Königsbrunn. Nein, beziehungsweise, das sind jetzt ja Sie. Aber ich wollte nur sagen, neulich bei der Übergabe, da gab es so ein paar Sachen, die wir vergessen haben. Wäre ganz gut, wenn wir das dringend noch erledigen könnten. Ich habe Ihnen jetzt dazu eine Mail gesendet. Und wäre schön, wenn Sie die alsbald durchlesen könnten. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. Ja, ich bin jederzeit ab... Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja typisch, nichts gebacken kriegen und keinen Platz auf der Mailbox lassen. Idiot. Ja, das war ja auch gar nicht mal so eine kurze Nachricht, oder? Ich meine, warte doch mal ab, ob der wirklich nichts gebacken kriegt. Hast du mir jetzt zugehört? Nein, ich wollte nicht lauschen. Martha würde gerne in ihr Zimmer. Ja, sie hat heute einen ziemlich miesen Tag. Welcher von den beiden Tätowierten war es denn diesmal? Juri, das erzähle ich dir später. Sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Aber ich glaube, sie wäre jetzt echt gern alleine. Hm. Okay. Na gut, ja, dann helfe ich dir jetzt beim Kochen. Nicht nötig. Ist alles fertig. Ja? Ja, während du noch schnell eine unbezahlte Überstunde gemacht hast. Ja. Das war jetzt auch wirklich meine letzte Amtshandlung. Jetzt hat sich's ausgeförstert und ich bin nur noch Papa. And every street looks different when the colors are so bright. Ja, sehr gut. And if you want, you can join me. Dann alles im Kasten? Das werde ich mal als ja. Ach so, entschuldige. Ich danke dir, Olli. Es war ganz toll. Schön. Dann gehe ich mal. Bis bald.
Schönen Abend noch. Dir auch. Ups, sorry. Warte doch mal. Ich fand das Shooting mit dir echt super. Darauf sollten wir noch anstoßen. Ist ja klar, was du mit anstoßen meinst. Sorry, ich gehöre nicht zu den Typen, die direkt wahllos mit dem Nächsten in die Kiste springen. Ich meine doch nur einen Drink. Der Weber, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das wird ein einziges Desaster. Thomas, ich verstehe, dass dir der Abschied von deinem geliebten Forst nicht leicht fällt. Also bitte, jetzt werde ich ja schon hingestellt wie ein Waldschrat. Ich gehe doch nicht in Rente, ich gehe in die Elternzeit. Und außerdem freue ich mich auf die Zeit mit Tommy. Ja, das bezweifelt auch niemand. Und ein bisschen sentimental darfst du ruhig sein. I don't want to leave, but I guess I better go. I don't want to leave, but I guess I better go. I don't want to leave, but I guess I better go. Ich bin müde. Olli, ich muss morgen schon zurück nach England. Und so können wir denn nicht auseinandergehen. Wieso nicht? Dann haben wir beide die Chance, unser neues Eheabkommen zu testen. Danach sehen wir weiter. Olli, es gibt kein Abkommen. Du hast nur irgendeine Ansage gemacht. Du hast mich doch auch nicht gefragt, bevor du mit dieser Tussi ins Bett gesprungen bist. Ich bin ein Idiot. Olli, das war ein Seitensprung. Dass es eine Frau war, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und es ändert vor allem nichts daran, dass es mir unglaublich leid tut. Wenn du willst, dann tätowiere ich mir das irgendwo hin. Jetzt will ich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. But I guess I better go. Dreaming as I'm flying through the sky. Go passing by, resting as I think and wonder why. Was genau soll das heißen, in ganz Düsseldorf war kein fränkischer Schiefertrüffel aufzutreiben? Sind Sie mal auf die Idee gekommen, es in Franken zu versuchen, hm? Ja, also. Bin ich nur von Idioten umgeben. Wenn Alexa Berg Schiefertrüffel-Canapés möchte, dann kriegt sie welche. Und jetzt besorgen Sie irgendeinen Trüffel und rammen ein bayerisches Fähnchen da rein. Haben Sie mich verstanden? Sag mal, kann mir bitte jemand sagen, warum wegen dieser Jetlag-Tussi so ein Tamtam gemacht wird? Tanja will sie für eine Kollektion gewinnen. Als Designerin? Ja, nicht wirklich. Die Sachen werden schon noch von uns hier vor Ort entworfen. Stelle Fräulein Berg wird am Ende nur noch seinen Namen drunter setzen. Mhm. Ich dachte, die handelt nur mit Pelzen. Ja, wahrscheinlich gehört es in ihren Kreisen, so einen guten Ton in die Produktion rauszubringen. Entschuldigung, haben Sie Klumpfüße?
Nicht? Dann ziehen Sie gefälligst High Heels an. Wo steckt Juri? Sag mir bitte einen Tag, an dem dieses rebellische Genie sich an sowas Profanes wie Kernarbeitszeiten gehalten hat. Der Tag wird heute sein. Darf ich reinkommen? Klar, ich bin hier sowieso fast fertig. Guten Morgen. Morgen. Ist das die Zahnpasta, die ich in England nicht kriege? Ja. Dass du daran gedacht hast. Ich habe die schon vor ein paar Wochen gekauft. Brauchst du nicht mehr. Wie? Ich werde nicht nach England fliegen. Olli, ich habe die ganze Nacht wachgelegen und überlegt, wie ich dein Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Und eins ist mir klar geworden, dass ich das von England aus nicht schaffe. Und deshalb werde ich kündigen und werde hier bei dir bleiben. Und ich werde dir beweisen, dass ich dich liebe. Was sagst du jetzt? Ich muss in die frische Luft. Warte mal, Olli, Olli, auf! Herr Adam, es ist 10.50 Uhr. Wenn Sie nicht genau um 11 Uhr hier sind, dann haben Sie ein Problem, gegen das der Kosovo-Konflikt ein Witz war. Wenn diese Type nicht auftaucht, musst eben du Bergs Töchter in diesen Laden hier schmackhaft machen. Herr Berg, schön, dass Sie da sind. Wo ist seine verdammte Tochter? Er hat mir per Mail bestätigt, dass er sie mitbringt. Danke, aber nicht um diese Zeit. Ist Ihr Vater im Haus? Herr Berg, schön, dass Sie es einrichten konnten. Was soll dieses Spektakel? Und das nennst du verhandlungsbereit? Panja wollte ganz gerne eine angenehme Atmosphäre schaffen für den Fall, dass ihre Tochter sich den Laden ein wenig anschauen will, solange wir das Geschäftliche regeln. Entschuldigung. Wollen wir anfangen? Na klar. Jahrgang? Nein, danke. Dann nehme ich ein stilles Gletscherwasser vom Gassan. Gassan-Gletscher? Japan, Berge, Eis. Do you speak German? Yes. Ich meine, ja. Notiz an mich selbst. Düsseldorf gehört zu einem Schwellenland. Nächstes Mal vorher Impfschutz erneuern. Das gibt's ja wohl nicht. Papa, hey, was gibt's nicht? Die Liste hier, die habe ich meinem Elternzeitvertreter gesendet. Mit all den Sachen, die dringend zu erledigen sind. Und was macht der? Der schmeißt sich einfach einen Papierkorb. Was bildet der sich denn ein? Ich habe Herrn Weber zwar nur ganz kurz kennengelernt, aber auf mich macht er einen sehr kompetenten und erfahrenen Eindruck. Ja, sehr kompetent. Das ist eine ganz schön lange Liste, Papa. Schneckchen, ich möchte auch nicht, dass Herr Weber meinen Forst runterwirtschaftet. Die Lahnsteinschen Ländereien zu verwalten, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Absolut. Aber du weißt ja, jeder hat seine eigene Methode, an so eine Sache ranzugehen. Also ich wäre froh gewesen, wenn mich mein Vorgänger so gewissenhaft eingearbeitet hätte. Eingearbeitet? Ja. Ist das der Grund, warum du hier bist? Hat nicht heute deine Elternzeit angefangen? Doch. Aber ich... Ich wollte doch meine Försterjacke holen. Ach, die wirst du in der nächsten Zeit schon ganz dringend brauchen. Papa.
Dein Vertreter wird den Wald schon nicht an die Borkenkäfer verfüttern. Hm. Wer weiß. Ich werde ihn im Auge behalten. Versprochen. Ich weiß, dass du mit Herzblut an deine Arbeit rangehst. Aber man muss auch loslassen können. Auf dich warten in Zukunft andere Aufgaben. Ja, hast du recht. Und das hier ist die kreative Keimzelle von LCL, die Designabteilung. Ich habe hier schon wieder keinen Empfang. Gibt es in diesem Bunker kein WLAN? Nicole, besorgen Sie am Empfang das Passwort fürs Firmennetz und geben Sie es dann Alexa Berg. Und denken Sie an die Häppchen. Sie mögen doch fränkischen Schiefertrüffel auf Toast. Danke. Ich esse ausschließlich Low Carb. Das sollten Sie auch mal versuchen bei Ihrer Haut. Ja, und hier entstehen die Roben für die Gewinnerinnen des Academy Awards. Sag, Deckel Oscars. Ja, Lebenswerk. Die Mumien tragen doch gerne LCL. Wie ist die denn drauf? Die Mumie trug ein italienisches Label, so viel ich weiß. Die Dame in LCL wurde ein paar Monate später zur Sexiest Woman Alive gewählt. Und Sie sind bitte? Rebecca von Lahnstein, Chefdesignerin. Aha. Wo ist eigentlich Juri Adam? Der ist doch noch bei Ihnen beschäftigt. Der hat einen Termin, aber wird gleich hier sein. Cool. Ja, dann zeige ich Ihnen noch mal die Näheabteilung. Das wird Sie ja bestimmt brennend interessieren. Es geht so. Wenn Sie das Geld nicht haben, würde ich es bevorzugen, dass Sie mir endlich den unterschriebenen Schuldschein geben. Den über 60% an der Lahnsteinbank. Nur damit nicht wieder Missverständnisse auftauchen. Herr Berg. Verzeihung. Die Schuldverschreibung. Über die Bankanteile. Sie bekommen den Schuldschein, versprochen. Aber bitte geben Sie mir noch einen Moment, Ihnen ein alternatives Angebot zu machen, das Sie überzeugen wird. Sollten Sie noch einmal versuchen, mir geschönte Bilanzen für Ihr Modehaus unterzuschieben, fasse ich das als persönliche Beleidigung auf. Das würde ich mir nicht erlauben. Was ich Ihnen anbieten möchte, ist eine Zusammenarbeit, bei der echte Synergieeffekte entstehen, eine Win-Win-Situation. Ich höre. Aber wie sagt man so schön, Zeit ist Geld? Wenn Sie mich nicht überzeugen, erhöhe ich meine Forderung auf 70% der Bankanteile. Haben Sie vielleicht doch noch irgendwelche Fragen? Papierkram ist zwar eigentlich nicht so mein Ding, aber ich kenne mich einigermaßen aus. Danke. Aber das Ablagesystem von Herrn Wolf mache ich sowieso neu. Okay. Ach ja? Hallo? Papa. Hey. Was machst du denn noch hier? Wolltest du nicht längst zu Hause sein bei Tommy? Ja, aber Mama hat gerade noch Zeit und genießt die Zeit mit ihm. Und da habe ich eine Runde durch den Wald gedreht mit dem Auto. Dabei habe ich gesehen, dass unten an der Schonung am Perlbach eine Rotte Wildschweine eingebrochen ist. Und wenn wir den massiven Verbiss an dem Baumbestand verhindern wollen, dann sollten wir den Zaun dringend reparieren. Ja, ich kann das gern machen, weil Sie haben ja offenbar genug zu tun, wenn Sie das ganze Ablagesystem neu sortieren. Und dabei können Sie auch übrigens gleich eine neue Ladung Kies bestellen. Habe ich gesehen, das Schotterbett am Forstweg 23 ist ganz ausgewaschen. Und nächste Woche müssen die Waldarbeiter mit schwerem Gerät rüber. Ja, was denn? Ich will hier nur helfen. Danke, ich komme ganz gut allein zurecht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jeder Forstbetrieb hat eben so seine Eigenheiten. Hallo? Ja, nein, nein, das wird heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Also, wenn ich das schon höre. Papa, sowas kannst du nicht bringen. Wieso, was mache ich denn? Wie, was mache ich denn? Du tauchst hier auf und gibst Anweisungen. Das ist dein Vertreter, nicht dein Assistent. Du wolltest in Elternzeit gehen. Da musst du auch akzeptieren, dass hier jemand anders herkommt und in Zukunft das Sagen hat. Ja, aber du siehst doch, dass die Pfeife keine Ahnung hat. Jetzt stell dir mal vor, Mama würde jeden Tag zu Hause auftauchen und dir erzählen, wie du deine Windeln zu wechseln hast. Meine Windeln? Tommys. Olli wird dein Angebot auf jeden Fall annehmen. Begeisterung sieht anders aus. Er ist einfach abgehauen. Ja, aber nur, weil er sein Glück erstmal verpacken muss.
Wahrscheinlich kommt er hier gleich mit einem Blumenstrauß für dich rein. Scheint dein Sohn aber anders zu sehen. Was weiß Maxi denn schon vom Leben? Hey du, leg dir erstmal Zähne zu, sonst kriegst du nie eine ab, hm? Ja. Olli wird auf jeden Fall wollen, dass du hier bleibst. Schon alleine, weil er dich dann besser kontrollieren kann. Und ihr habt dann wieder regelmäßig Sex und vielleicht kriegst du dann noch deine Hormone in den Griff. Oh, das sind aber keine schönen Blumen. Was hast du gegen meine Kakteen? Die sind für dich? Wen denn sonst? Für Christian? Weil er jetzt deinetwegen hier bleibt und ihr wieder Zeit füreinander habt, euch versöhnen könnt und alles gut wird? Das sehe ich anders. Und wenn du einmal erst nachdenken und dann handeln würdest, dann wüsstest du selbst, was das für eine Schnapsidee ist. Ich gebe meinen Traumjob auf, weil ich dich liebe und das nennst du Schnapsidee? Dann hör dir doch einmal selbst zu und denk drüber nach, vielleicht kapierst du es dann. Ich bin duschen. Was? Also irgendwie sieht hier alles gleich aus. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Frau Berg. Wir haben unseren kleinen Rundgang nämlich eben hier begonnen. Das Interieur haben wir bewusst dezent gehalten, damit das Augenmerk der Mode geht. Tja, besser ist es. Obwohl genügend Glitzer wurde ja die meisten Klamotten getackert. Bis auf die Stücke von Juri. Cool, straight, total urban understatement. Ja, seine brandneue Kollektion und Sie sind eine der ersten, die sie überhaupt sehen durfte. Tja. Vor allem hätte ich gerne mal einen Blick auf den Designer geworfen. Aber ist ja offenbar nicht drin. Schade. Moment, wir haben ja noch gar nicht über Ihre Pelze gesprochen. Ich habe gedacht, eine Zobelkollektion unter Ihrem Namen wäre doch großartig. Sorry. Kein Juri, kein Interesse. Ach, sagen Sie Daddy, ich nehme die Limo und bin shoppen. Und besorgen Sie mir in der Zwischenzeit doch ein neues Hotel. Aus der Absteige bin ich schon ausgecheckt. Gerne. Juri Adam, es gibt Sie wirklich. Alexa Berg, ich bin Ihr größter Fan. Ah, Sie sind das. Sie sind nicht nur genial, Sie sind auch noch witzig. Was halten Sie davon, wenn wir drei zusammen brunchen gehen? Brunchen? Ach Gott, das Wort habe ich zuletzt in den 90ern gehört. Süß. Was soll es denn sein? Sushi? Oh, die Wahl überlasse ich ganz Ihnen. Nein, danke. Essen vor 12 und nach 6 ist irgendwie nicht so mein Ding. Das macht nur vorzeitig alt. Also, ich muss weiterarbeiten. Ach, darf ich dabei Mäuschen spielen? Aber natürlich. Absolut. Dann können Sie auch gleich mal über die Pelze sprechen. Ich suhle mich gerade in Selbstmitleid. Meine Tochter hat mich aus dem Gestüt geschmissen. Wieso das denn? Ja, also heute beginnt offiziell meine Elternzeit. Ich bin aber noch mal ins Gestüt, um meinem Vertreter ein paar Tipps zu geben. Was offenbar nicht so gut ankam. Nicht? Mhm. Dabei ist doch Ihr Wissen und Ihre Erfahrung von unschätzbarem Wert. Naja, ich habe mich benommen wie ein Klugscheißer. Der glaubt, ohne ihn geht's nicht. Sie ein Klugscheißer, also das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein. Ich vermisse den Wald jetzt schon. Also das kann ich jetzt verstehen. Als ich damals von einem Tag auf den anderen aufgehört habe, Menschen aufzuschneiden, das hat mir auch sehr gefehlt, obwohl das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch. Nicht? Ja, passt nicht so richtig, der Vergleich. Ja. Naja, aber es ist ja nicht für immer. Und außerdem, Sie haben den schönsten Grund der Welt, um aufzuhören. Das stimmt allerdings. Tommy. Ich will Ihren Fichten wirklich nicht auf die Füße treten. Aber so einen kleinen Menschen aufwachsen zu sehen, dabei zu sein, wenn er sich täglich weiterentwickelt und etwas Neues dazulernt, das ist doch ein sehr großes Geschenk. Hm. Wenn du versagst, Juri Adam, bist du tot. Alexa Berg ist eine Mega-Zicke, aber ihre Postings sind echt so witzig. Ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen. Gott sei Dank war ich schon auf dem Klo. Ja, was hat sie gesagt? Tantige Paillettenkittel. Ich kriege Augenkrebs. Und dann der Spruch über Tanja. Oh mein Gott, Tanja von L, die Frau mit dem Lächeln einer aufgeklappten Python-Klatsch. Oh mein Gott, ich bin ein It-Girl, holt mich hier raus. Ich muss auflegen.
Wo steht das? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe mich gerade über einen Film unterhalten und... Wurde Zeit, dass mein Leben verfilmt wird. Tanja, Alexa Berg ist einfach eine oberflächliche, blöde High-Society-Tussi. An deiner Stelle würde ich mir gar nichts aus ihren Sprüchen machen, also... Moment mal, was ist mit Alexa Berg? Absolut nichts. Ich gehe da mal weiterarbeiten. Wie läuft es mit Berg Senior? Nicht gut. Wir haben alles versucht, um ihm LCL schmackhaft zu machen, aber ich fürchte, ohne seine Tochter Alexa kommen wir nicht weiter. Dann hoffe ich mal, dass Juri Adam Eindruck auf Bergs denkbefreite Tochter macht. Ganz ehrlich, Ansgar, ich habe alles versucht, aber ich habe mich schon mit Schaufensterpuppen intelligenter unterhalten. Ich fand ihre Sachen von Anfang an grenzgenial. Mhm. Ja, echt? Das Shirt, mit dem Sie damals den Nachwuchspreis gewonnen haben, habe ich immer noch. Schön bunt, hä? Brutal, würde ich eher sagen. Ich meine, wie diese rote Farbe um den schwarzen Spot verläuft, das ist fast wie ein Einschussloch. Ich finde es richtig cool, dass Sie sich treu geblieben sind. Krass, ehrlich, shocking. Auch diese Lederteile, die Sie dann 2 Jahre später gemacht haben. Sowas gefällt Ihnen? Ja, klar. Das Leben ist kein Ponyhof. Hallo? Ich kille von Berufs wegen kleine, niedliche Pelztiere. Ist aber auch ganz schön wild. Das ist für den Fashion Day in Riga. Stehe, Riga. Das heißeste Pflaster in Europa. Das darf man natürlich nicht langweilen, ne? Riga ist die Zukunft. Dann setzt LCL jetzt eher auf den osteuropäischen Markt. Sowas interessiert mich nicht. Auf alle neuen Märkte. China, Brasilien. Nur Kleidung oder auch Accessoires? Beides. Ja, das passt doch. Futuristisch, wandelbar, mutig. Ich glaube, damit treffen Sie in Riga ganz genau den Nerv. Nichts. Auch wenn ich keinen Schimmer habe, was an meinem Vorschlag so blöd war. Schade. Ich dachte, wenn du dir vorstellst, wie es wäre, kommst du vielleicht drauf. Sorry, Olli, aber ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung. Wieso wundert mich das nicht? Okay. Maxi, wir gehen dich dann mal hübsch machen. Gleich hol dich ja Oma Elsbett ab. Okay, vielleicht bin ich ein Vollidiot, aber was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Sag mal, wo ist eigentlich Papa? Ich dachte, seine Elternzeit hat schon begonnen und er ist auch hier. Du, der ist heute ganz früh schon aus dem Haus. Ah, da seid ihr. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe die perfekte Lösung gefunden. Ab morgen bin ich wieder Oberförster. Wer passt denn dann auf Tommy auf? Na, Elisabeth kann da auch noch Tommy übernehmen. Alles organisiert. Und in 3 Monaten kommt er dann in die Krippe. Ja? Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ja, ist nicht wahr. Kleiner Spaß. Oh. Ich wollte mal gucken, ob ihr mir sowas zutraut. Mann, wundert dich das? Nach dem Tamtam, was du um deine Wachablösung machst? Ich gebe ja zu, die Entscheidung ist mir nicht so leicht gefallen. Aber jetzt habe ich erkannt, dass hier der schönste Job der Welt auf mich wartet. Hm? Stell dir doch mal vor, wie es wäre, wenn du bleibst. Christian, du hockst hier arbeitslos rum und hast nichts zu tun. Das Gestüt gibt's nicht mehr. Und den besten Pferdetrainer darf ich bitte mal Englands.
Einfach alles hinzuschmeißen, das ist total unprofessionell. Und das spricht sich rum, sogar bis hierher. Wenn das unsere Ehe rettet, dann ist mir das egal. Ja, jetzt vielleicht. Aber in ein paar Monaten, da wirst du es bereuen und dann wirst du mich dafür hassen. Nein! Und selbst wenn nicht, ohne Job, da hängst du hier genervt und gefrustet rum und darauf hab ich keinen Bock. Christian fliegt nach England. Jeder macht jetzt erstmal sein Ding und dann sehen wir weiter. Und das sind nur die Verkaufszahlen von Juri Adams erster Kollektion bei uns. Wissen Sie, bislang, da war er ja nur ein Underground-Designer. Aber, oh, Verzeihung. Aber mittlerweile überschlagen sich die Hochglanz-Modemagazine über ihn. Was das für unseren Umsatz bedeutet, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Wenn Asien den Trend erkennt. Wenn. Seit Stunden muss ich mir jetzt diese Hinhaltetaktik anhören. Ihre lahmen Prognosen interessieren mich nicht. Ich will meine 90 Millionen. Und wenn Sie das Geld nicht auftreiben können, dann unterschreiben Sie jetzt den Schuldschein für die Lahnsteinbank. Oder muss ich noch deutlicher werden? Unterschrieben? Wir waren gerade dabei. Bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich habe gerade Juri Adam kennengelernt. Oh mein Gott, der Typ ist sowas von cool. Der pinkelt Eiswürfel. Alexa, bitte. Daddy, ich muss bei LCL meine Pelzkollektion rausbringen. Ich muss. Aber Liebes, du kannst doch auch dein eigenes Label haben. Ja, aber da kann ich nicht mit Juri Adam arbeiten. Bei LCL wären Sie Creative Director. Das heißt, Sie hätten das letzte Wort bei allen Entscheidungen, die die Kollektion betreffen. Da hörst du es. Bitte, Daddy, kauf mir LCL. Da bin ich auch nicht mehr sauer wegen dieser Bruchbude, die du Hotel nennst. Ja? Und, wie ist es gelaufen? Online-Check-in. Ich fliege. Und Olli ist bei der Arbeit. Hey, bleib hier und kämpf um euer Glück. Es hat doch keinen Sinn. Wenn wir reden, dann streiten wir. Ja, aber vielleicht nicht mehr in ein paar Tagen. Olli will diese offene Beziehung. Ach, das ist doch völliger Schwachsinn. Du weißt ganz genau, dass Olli keinen Bock auf Fremdgehen hat und dass er das nur sagt, weil er sauer ist. Ja, genau. Das weißt du, das weiß ich. Und wenn ich Olli damit komme, dann stellt er direkt auf stur. Vielleicht ist ja genau das die Lösung. Was? Ihm nicht widersprechen. Das ist meine Jacke. Ich schätze, ich störe. Du bist noch da? Das heißt, du fährst nicht? Nein. Also, doch, ich... Ich trete meinen Job auf jeden Fall an. Gut, dann musst du bald los. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Guten Flug. Und ich wollte dir noch was sagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese offene Ehe alles nur noch schlimmer machen wird und dass wir uns dadurch entfremden werden. Ja, ich weiß, das sagt jetzt der Richtige. Wenigstens das hast du eingesehen. Ich hab dich betrogen. Olli, ich will dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Olli, jetzt warte, ich bin noch nicht fertig. Ich will dich nicht verlieren. Also, wenn diese offene Beziehung deine Bedingung ist, dann nimm dir jede Freiheit, die du brauchst. Aber ich werde dir ab jetzt auf jeden Fall treu sein. Und vielleicht kannst du mir dann irgendwann wieder vertrauen. Das war knapp.
Zum Glück ist diese Hohlbirne Alexa so heiß auf Juri, dass sie ihrem Vater vermutlich eine Pommesbude aufgequatscht hätte, solange der Jugo an der Fritteuse steht. Tja, dann trinken wir doch auf Alexa Berg und darauf, dass sie uns die Bank gerettet hat. Dann lass mal hören, was du rausgefunden hast. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Immerhin musste ich stundenlang die erbärmliche Verkaufsshow der Lahnsteins über mich gehen lassen. Meine Mails und SMS hast du ja schon gesehen. Wie hast du schnell verifiziert, dass die Zahlen diesmal stimmen? Tanja hat vor lauter Abscheu über meine Dummheit gar nicht gemerkt, dass sie mir Zugang zum Lahnstein-Server verschafft hat. Mit dem WLAN-Passwort konnte sich mein IT-Quack von Singapur aus in den Firmenserver hacken. Es läuft alles nach Plan, genau wie immer. Sieh zu, dass du die 90 Millionen auftreibst. Mit dem Schuldschein haben wir uns lediglich etwas Zeit erkauft. Und ich will nicht, dass LCL tatsächlich an Berg fällt. Da sind wir ausnahmsweise einer Meinung. Jetzt bleib mal ganz entspannt. Ich regel das. Hoffentlich. Ich sag dir, LCL hat Potenzial. Ich meine, beide Kollektionen verkaufen sich wie geschnitten Brot. Gut, was Rebecca macht, ist jetzt nicht so meins. Aber es ist edel und bedient perfekt die arrivierte Kundschaft. Ja, und Juri Adam... An dem hast du ja einen richtigen Narren gefressen. Ach, der Typ ist crazy. Keine Ahnung, wo der sich sein Trauma geholt hat. Wahrscheinlich im Balkankrieg. Aber es ist mir auch total egal. Mich interessiert seine Mode. Meinetwegen. Aber verkauft sich das auch? Das garantiere ich dir. Du, ich habe die Kollektion für Riga gesehen. Es hat auch den Ausschlag gegeben. Die Lahnsteins, sie wissen gar nicht, was für eine Gelddruckmaschine sie da haben. Beziehungsweise hatten. Ich muss los. Sei nicht so siegessicher vor Sebastian, er wird sonst misstrauisch. Achso, du meinst, er kommt auf die Idee, dass wir Bergs Töchterchen eine Kollektion von Blutpelzen unterjubeln wollen? Das ist so abwegig, da kommt keiner drauf. Unterschätze ihn nicht. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, Berg die Pistole auf die Brust zu setzen. Geben Sie uns das Geld zurück und LCL. Oder Ihr geliebtes Töchterchen wandert in den Knast. Die kleine Schnepfe hat keine Ahnung, auf was sie sich da eingelassen hat. Meine kluge Tochter. Aber willst du wirklich eine eigene Pelzkollektion rausbringen? Ich meine, warum tust du dir das an, jeden Tag diese unangenehmen Leute treffen? Die sitzen auf Milliardenwerten. Wohl wahr. Papa? LCL ist erst der Anfang. Ich hole mir alles. Das gesamte Lahnsteinvermögen.